Euro-Krise, Arbeitslosigkeit, Finanzmärkte und Steuern. Die Welt schaut gerade in diesen Tagen gespannt nach Brüssel auf die Arbeit der Abgeordneten der Europäischen Union. Das Europäische Parlament hat seit der Europawahl 2009 736 Mitglieder, soll jedoch, dem Vertrag von Lissabon folgend, auf 751 Mitglieder erweitert werden. Diese gruppieren sich nicht nach nationaler Herkunft, sondern entlang ihrer politischen Ausrichtung, in derzeit 7 Fraktionen. Der 750 Milliarden Schutzschirm und die Forderung nach stärkerer wirtschaftspolitischer Zusammenarbeit in der EU sind dabei nur ein Teil der Themen, die zurzeit diskutiert werden. Denn die vergebenen Kredite und Garantien sollen in weiterer Folge auch wieder verdient werden. Gespart werden kann insbesondere bei den fossilen Ausgabeposten, so der Abgeordnete zum EU-Parlament Dr. Paul Rübig, der von sehr ehrgeizigen Vorgaben ausgeht. Dr. Rübig, das Projekt 2020 ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Geht es doch darum, auf der einen Seite 20% CO2-Ausstoß zu vermindern, auf der anderen Seite 20% mehr Energieeffizienz zu erhalten. Wie möchte man dieses Projekt 2020 realisieren und umsetzen? Ja, für uns geht es in erster Linie darum, dass wir jetzt die Wirtschafts- und Finanzkrise dementsprechend stabilisieren. Da haben wir die Europäische Zentralbank, die uns hier hilft, kurzfristig Kredite, Garantien zu geben, um das Finanzsystem und den Euro stabil zu halten. Auf der anderen Seite brauchen wir eine Vorwärtsstrategie, um das Geld wieder zu verdienen, das hier an Garantien und dementsprechenden Zahlungen gegeben wird. Und das Verdienen beginnt damit, dass man mal anschaut, wo sind die großen Ausgabenposten Europas. Und hier ist natürlich die fossile Energie, das ist Kohle, das ist Gas, das ist Erdöl, dass man die im Import zurücknimmt. Und da wollen wir eben durch die CO2-Reduktion, und CO2 entsteht beim Verbrennen von fossiler Energie, wollen wir um 20% reduzieren. Wir haben dafür den großen Vorteil, dass wir 20% erneuerbare Energie bis zum Jahr 2020 haben wollen. Wir haben im Jahr 2007 erstmals mehr Investitionen für erneuerbare Energie gehabt wie im fossilen Bereich. Also es zeigt, die Wirtschaft, die Energiewirtschaft hat hier umgedacht. Und wir wollen natürlich auch eine Effizienzsteigerung, nämlich 20% mehr Effizienz. Einerseits bei der Produktion von Energie und andererseits beim Verbraucher, weil der soll es ja letztlich auch in der eigenen Brieftasche spüren. So betreibt auch Landeshauptmann Dr. Josef Püringer, der ebenfalls zu politischen Gesprächen nach Brüssel kam, ein weiteres Lobbying für eine CO2-Allianz. Mit der CO2-Allianz bringen wir Gewaltiges weiter, aber wir benachteiligen unsere Betriebe nicht. Der Kosmos, das All, kennt keine Grenzen, weder von Kontinenten noch von Ländern. Unsere Betriebe in Europa stehen in Konkurrenz mit Betrieben, zum Beispiel in Indien. Daher ist es wichtig, dass wir global die richtigen Antworten finden. Ich bin dafür, dass Europa strenge CO2-Richtlinien schafft, aber jene Betriebe, die bisher schon viel getan haben, wie unsere Voest, unsere Amag, also Industriebetriebe, die viel Energie brauchen und die viel schon getan haben, dürfen jetzt nicht bestraft werden. Das, was sie geleistet haben, muss ihnen angerechnet werden. Dafür habe ich gekämpft. Aber doch ist das ehrgeizige Ziel, welches es galt zu erreichen, nämlich bis 2020 30% CO2-Ausstoß zu vermeiden, gilt nicht als realisierbar. Ich denke, dass 20% realisierbar und ehrlich sind. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man 30 hineinschreibt und anstrebt. Aber ich glaube, dass der Zeitraum für eine derartige Reduktion relativ kurz ist und dass vor allem die außereuropäischen Länder hier die wesentlichen Schritte nach unten nicht machen werden. Noch einmal, es ist global, es ist egal, von wo die CO2-Abgase kommen. Entscheidend ist, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam schaffen für unsere Umwelt, für unsere Schöpfung. Das ist ganz, ganz entscheidend und dass die Betriebe, die wirklich fleißig waren, die viel getan haben, die Vorbildbetriebe sind wie die Voest, nicht benachteiligt werden. Dr. Strasser, zwei Themen beherrschen momentan Ihre Arbeit hier in Brüssel. Das eine Thema ist der Bereich SWIFT und das andere Thema ist die Datensicherheit mit Google. Beginnen wir mit SWIFT, der Datenaustausch zwischen Amerika und Österreich. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, gerade in diesen Stunden werden die letzten Vertragsverhandlungen geführt. Wir vom Parlament sind ja nicht direkt Verhandler, verhandelt tut das die Kommission. Und da haben wir eine sehr klare Vorgabe gegeben. Wir wollen die europäischen Datenschutzrichtlinien, dass die verankert sind
in diesem Abkommen, das heißt unter anderem, dass ein europäischer Bürger ein Klagerecht hat, dass die Daten nicht weitergegeben werden, dass sie nach einer gewissen Zeit auch wieder vernichtet werden und Ähnliches. Das muss jetzt die Kommission verhandeln und das Ergebnis werden wir uns ansehen. Sobald dieses Ergebnis vorliegt, können wir das im Parlament besprechen und behandeln. Bis jetzt kann ich kein grünes Licht geben, dass wir diesen Verhandlungsergebnissen zustimmen können. Wir wollen, dass sich die Kommission ordentlich anstrengt und im Sinne der europäischen Bürger ein gutes Ergebnis bringt. So wird das Thema Datensicherheit bestimmt nicht so schnell aus der Tagesordnung der EU-Parlamentarier verschwinden.